Will you state your full name, please? Josef Bühler. Will you repeat this oath after me? I swear by God. Höre nichts. Can you hear now? Jetzt höre ich. Will you repeat this oath after me? I swear by God. Jawohl. Ich schwöre bei Gott. The Almighty and Omniscient. Dem Allmächtigen und Allwissenden. That I will speak the pure truth. Dass ich die reine, ja, Wahrheit sage. And will withhold and add nothing. Nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde. You must sit down, please. Herr Zeuge, seit wann kennen Sie den Angeklagten Dr. Hans Frank und in welchen Stellungen waren Sie bei ihm tätig? Ich kenne Herrn Frank seit dem 1. Oktober 1930. Im staatlichen Dienstbereich bin ich bei ihm tätig seit Ende März 1933. Ich habe ihm dienstlich gedient in seiner Eigenschaft als bayerischem Justizminister, später als Reichsjustizkommissar und später in seinem Ministeramt. Von Ende September 1939 ab hat mich Herr Frank im Generalgouvernement dienstlich verwendet. In welcher Eigenschaft waren Sie zuletzt in der Regierung des Generalgouvernements tätig? Ich war etwa seit der zweiten Hälfte des Jahres 1940 der Staatssekretär der Regierung des Generalgouvernements. Waren Sie selbst Mitglied der Partei? Ich bin Parteimitglied seit 1.4.1933. Haben Sie irgendeine Funktion in der Partei oder in einer der Gliederungen der Partei, insbesondere in der SA oder SS, ausgeübt? Ich habe in der Partei nie ein Amt ausgeübt. Ich war nie Angehöriger der SA oder der SS. Ich komme nun zu der Zeit, in der Sie als Staatssekretär Chef der Regierung des Generalgouvernements waren. Und ich bitte mir nun zu sagen, wie das Verhältnis zwischen dem Generalgouverneur auf der einen Seite und dem höheren SS- und Polizeiführer auf der anderen Seite war. Ich darf vielleicht kurz vorausschicken, dass mein Geschäftsbereich nicht berührte die Polizei, die Partei und die Militärangelegenheiten im Generalgouvernement. Das Verhältnis des Generalgouverneurs zu dem ihm vom Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei beigegebenen höheren SS- und Polizeiführer, Obergruppenführer Krüger, war von Anfang an durch tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten belastet. Diese Meinungsverschiedenheiten erstreckten sich sowohl auf die Auffassung über die Aufgabe und Stellung
der Polizei im Allgemeinen in einem geordneten staatlichen Gemeinwesen wie im Besonderen auf die Stellung und die Aufgaben der Polizei im Generalgouvernement. Der Generalgouverneur vertrat die Auffassung, dass die Polizei die Dienerin und das Organ zur staatlichen Exekutive ist. Dass demgemäß er und die staatlichen Dienststellen der Polizei die Befehle zu erteilen hätte und dass sich aus dieser Aufgabenstellung der Polizei zugleich auch die Beschränkung ihres Aufgabenbereiches ergebe. Der höhere SS- und Polizeiführer Krüger vertrat dem gegenüber die Auffassung, dass die Polizei zwar im Allgemeinen auch staatliche Exekutivaufgaben zu erfüllen habe, dass sie aber bereits bei der Erfüllung dieser Aufgabe an Weisungen der Verwaltungsbehörden nicht gebunden sei, sondern dass es sich hier um fachliche Polizeifragen handle, zu deren Entscheidung die Verwaltungsorgane nicht befähigt und nicht geeignet seien. Zur Befehlsgewalt über die Polizei vertrat Krüger die Auffassung, dass wegen der Schlagkraft und der Einheit des polizeilichen Wirkens in allen besetzten Gebieten eine solche Befehlsgebung nur zentral von Berlin aus geschehen könne, dass die Befehlsgebung im Generalgouvernement nur und ausschließlich über ihn laufen könne. Wegen des Aufgabenbereichs der Polizei vertrat Krüger die Meinung, dass die Auffassung des Generalgouverneurs über die Begrenzung dieses Aufgabenbereichs schon dadurch illusorisch sei, weil er als höherer SS- und Polizeiführer zugleich der Beauftragte des Reichsführers SS in seiner Eigenschaft als Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums sei. Was das Verhältnis der Polizei in der Frage der Polenpolitik anging, so vertrat Krüger die Auffassung, dass auch bei der Arbeit im fremdvölkischen Raum polizeiliche Gesichtspunkte im Vordergrund des Wirkens zu stehen hätten. Dass mit polizeilichen Mitteln alles erreicht und alles verhindert werden könnte. Diese Überbewertung des polizeilichen Sektors führte beispielsweise dazu, dass bei der späteren Auseinandersetzung über die gegenseitigen Aufgabengebiete zwischen Polizei und Verwaltung
auf der Liste der Zuständigkeiten der Polizei die Angelegenheiten der Fremdvölkischen verzeichnet stand. Ist Ihnen bekannt, dass bereits im Jahr 1939 von dem Reichsführer SS Himmler ein interner Erlass erging, wonach die Behandlung sämtlicher Polizeiangelegenheiten seine Sache bzw. seines höheren SS- und Polizeiführers sei? Dass dies so war, konnte ich aus dem Handeln der Polizei schließen. Einen Erlass nach dieser Richtung habe ich nicht gesehen. Ich kann aber hierzu Folgendes sagen. Die Polizei hat im Generalgouvernement ihre Wirksamkeit genau den von mir vorausgehend geschilderten Richtlinien angepasst. Im Jahr 1942 wurde durch einen Erlass des Führers ein Staatssekretariat für das Sicherheitswesen eingerichtet, auf wessen Betreiben wurde diese Institution geschaffen und welche Stellung hat der Generalgouverneur damals dazu eingenommen? Diesem Erlass ging voraus eine wüste Hetze gegen die Person des Generalgouverneurs. Die Einrichtung des Staatssekretariats für das Sicherheitswesen wurde von der Polizei als wichtige Etappe im Kampf zur Beseitigung des Generalgouverneurs betrachtet. Die in diesem Erlass kodifizierten Angelegenheiten gingen nicht erst in diesem Augenblick auf die Polizei über, oder größtenteils nicht erst in diesem Augenblick, sondern die Wirklichkeit, der wirkliche Ablauf der Geschehnisse war bereits in der diesem Erlass vorausgehenden Zeit diesem Erlassinhalt angepasst. In dem Erlass, der zur Ausführung dieses Führererlasses ergangen ist, und zwar am 3. Juni 1942, wurden in zwei Listen die sämtlichen Aufgabengebiete der Polizei aufgeführt, die auf den Staatssekretär übergehen sollten. Und zwar in einer Anlage A, die Sachgebiete der Ordnungspolizei, und in einer Anlage 2 die Sachgebiete der Sicherheitspolizei. Sind diese polizeilichen Angelegenheiten damals restlos auf den Staatssekretär und damit auf den polizeilichen Sektor übergeführt worden? Die Verwaltung hat diese Angelegenheiten nicht gerne abgegeben. Also soweit die Polizei sich nicht bereits dieser Dinge bemächtigt hatte, sind sie nur zögernd abgegeben worden. Sie denken dabei in erster Linie an die Gebiete der sogenannten Verwaltungspolizei, Gesundheitspolizei und so weiter. Ja, also das polizeiliche Meldewesen oder auch die Gesundheitspolizei, die Lebensmittelpolizei und so weiter. Derartige Sachgebiete. Wenn ich Ihre Ausführungen richtig verstanden habe, dann wollen Sie also sagen, dass das gesamte
Polizeiwesen, und zwar sowohl Sicherheitspolizei als Sicherheitsdienst und Ordnungspolizei, einheitlich von der Zentralstelle, und zwar entweder von Himmler selbst oder vom Reichssicherheitshauptamt über den höheren SS und Polizeiführer gelenkt wurde. So war wohl im Allgemeinen nach meinen Beobachtungen der Befehlsweg. Es konnte aber auch vorgekommen sein, dass die Sicherheitspolizei unmittelbar von Berlin Weisungen erhielt, ohne dass die über Krüger gelaufen sind. Ist möglich. Nun eine andere Frage. Ist es richtig, dass die im Generalgouvernement durchgeführten Umsiedlungen vom Reichsführer SS Himmler in dessen Eigenschaft als Reichskommissar für die Festigung des deutschen Volkstums durchgeführt wurden? Umsiedlungen brachten nach meiner und nach Auffassung des Generalgouverneurs, auch wenn sie in anständiger Weise gemacht werden, immer Unruhe in die Bevölkerung. Dies konnten wir im Generalgouvernement nicht brauchen. Auch war stets mit Umsiedlungen ein Rückgang der landwirtschaftlichen Produktion verbunden. Aus diesen Gründen hat der Generalgouverneur und die Regierung des Generalgouvernements Umsiedlungen während des Krieges grundsätzlich nicht gemacht. Soweit Umsiedlungen durchgeführt wurden, wurden sie ausschließlich durch den Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums durchgeführt. Ist es richtig, dass der Generalgouverneur wegen dieser eigenmächtigen Umsiedlungspolitik wiederholt schwerste Auseinandersetzungen mit Himmler, mit Krüger und mit dem SS-Gruppenführer Kropotschnik hatte? Das ist richtig. Die Absicht, solche Umsiedlungen zu verhindern, hat stets zu Auseinandersetzungen und zu Reibungen mit dem höheren SS- und Polizeiführer geführt. Dem Angeklagten Dr. Frank werden von der Anklage Eingriffe und Konfiskationen Industrie- und Privatbesitz zur Last gelegt. Wie war grundsätzlich die Einstellung des Generalgouverneurs in derartigen Fragen? Die gesetzlichen Vorschriften über dieses Rechtsgebiet stammen vom Beauftragten für den Vierjahresplan. Es war einheitlich für die eingegliederten Ostgebiete und für das Generalgouvernement das Gebiet der Beschlagnahme von Privatvermögen und von Eigentum geregelt worden. In dieser Verordnung des Beauftragten für den Vierjahresplan war die Errichtung der Haupttreuhandstelle Ost mit dem zentralen Verwaltungssitz in Berlin vorgesehen. Der Generalgouverneur wollte nicht, dass die Angelegenheiten des Generalgouvernements in Berlin verwaltet werden und hat sich daher dagegen gewehrt, dass die Haupttreuhandstelle Ost die Angelegenheiten, die Vermögensverwaltungsangelegenheiten des Generalgouvernements besorgte. Er hat, ohne daran vom Beauftragten für den Vierjahresplan gehindert worden zu sein, eine eigene Beschlagnahmeordnung für das Generalgouvernement und die Einrichtung einer eigenen Treuhandstelle für das Generalgouvernement verfügt. Die Treuhandstelle wurde besetzt von einem erfahrenen, höheren Beamten des sächsischen Wirtschaftsministeriums. Generalgouvernements lagen und früher Eigentum des polnischen Staates waren. Die Industriewerke, soweit sie für die Rüstung herangezogen wurden, wurden vom militärischen Sektor in Anspruch genommen.
vom Rüstungsinspekteur, der seinerseits dem OKW und später dem Reichsminister Speer unterstand. Soweit außerhalb des Rüstungssektors Industriewerke dem früheren dem polnischen Staat gehört, hat sie der Generalgouverneur in einer Aktiengesellschaft zusammenzufassen versucht und sie getrennt als Eigentum des Generalgouvernements verwalten lassen. Hauptaktionär dieser Gesellschaft war der Fiskus des Generalgouvernements. Diese Werke wurden also vom Reichsfiskus vollkommen getrennt verwaltet? Jawohl. Die Anklagevertretung hat unter der Nummer USA 281 einen Auszug aus dem Tagebuch Franks als Beweisstück vorgelegt. Es ist das eine Besprechung über Judenfragen. Dabei hat der Angeklagte Dr. Frank unter anderem Folgendes ausgeführt. Ich werde den Juden gegenüber grundsätzlich nur von der Erwartung ausgehen, dass sie verschwinden. Sie müssen weg. Ich habe Verhandlungen zu dem Zwecke angeknüpft, sie nach dem Osten abzuschieben. Im Januar findet über diese Frage eine große Besprechung in Berlin statt, zu der ich Herrn Staatssekretär Dr. Bühler entsenden werde. Diese Besprechung soll im Reichssicherheitshauptamt bei SS-Obergruppenführer Heydrich gehalten werden. Jedenfalls wird eine große jüdische Wanderung einsetzen. Ende des Zitats. Ich frage Sie nun, wurden Sie vom Generalgouverneur zu dieser Besprechung nach Berlin gesandt? Und was war gegebenenfalls der Gegenstand dieser Besprechung? Ich bin zu dieser Besprechung gesandt worden. Und Gegenstand dieser Besprechung waren Judenfragen. Ich darf vorausschicken, die Judenfragen im Generalgouvernement wurden von Anfang an als Bestandteil des Zuständigkeitsbereiches des höheren SS- und Polizeiführers betrachtet und gehandhabt. Soweit die staatliche Verwaltung Judenangelegenheiten bearbeitete, tat sie das nur geduldet und beaufsichtigt von der Polizei. Im Laufe des Jahres 1940 und 1941 waren unheimliche Menschenmassen, meist Juden, gegen den Einspruch und die Proteste des Generalgouverneurs und seiner Verwaltung in das Generalgouvernement hereingeführt worden. Dieses völlig unerwartete und unvorbereitete und unerwünschte Hereinführen der jüdischen Bevölkerung anderer Gebiete hat die Verwaltung des Generalgouvernements in eine außerordentlich schwierige Lage gebracht. Die Unterbringung dieser Menschenmassen, ihre Ernährung und ihre gesundheitliche Betreuung, die Seuchenbekämpfung, gingen beinahe
oder man darf ruhig sagen, bestimmt über die Kraft des Gebietes. Besonders bedenklich war die Ausbreitung des Fleckfiebers, nicht nur in den Ghettos, sondern auch unter der polnischen Bevölkerung und auch unter den Deutschen des Generalgouverneurs. Es schien, als wolle sich die Seuche auch im Reich und im Osten an der Front vom Generalgouvernement ausgehend verbreiten. In dieser Situation kam diese Einladung Heydrichs an den Generalgouverneur. Die Besprechung sollte ursprünglich bereits im November 1941 stattfinden, wurde dann aber mehrmals abgesetzt und dürfte stattgefunden haben im Februar 1942. Ich hatte Heydrich wegen der besonderen Probleme des Generalgouvernements um eine Einzelbesprechung gebeten. Und er hat mich hierzu empfangen. Hierbei habe ich ihm unter vielem anderen besonders die katastrophalen Verhältnisse geschildert, die infolge des eigenmächtigen Hereinführens jüdischer Bevölkerung in das Generalgouvernement entstanden war. Er hat mir daraufhin erklärt, dass er gerade deshalb den Generalgouverneur zu dieser Besprechung eingeladen habe. Der Reichsführer SS habe vom Führer den Auftrag erhalten, die gesamten Juden Europas zusammenzufassen und im Nordosten Europas, Russlands anzusiedeln. Ich fragte ihn, ob das bedeutet, dass die weitere Hereinführung jüdischer Bevölkerung in das Generalgouvernement unterbleibe und dass dem Generalgouvernement die vielen Hunderttausende von Juden, die ohne Erlaubnis des Generalgouverneurs hereingeführt worden waren, wieder abgenommen würden. Heydrich hat mir beides in Aussicht gestellt. Heydrich hat weiter erklärt, dass der Führer Befehl erteilt habe, die Protektoratstadt Theresienstadt als Reservat einzurichten, in welchem weiterhin alte und kranke Juden und schwächliche Juden, welche den Strapazen einer Umsiedlung nicht mehr gewachsen seien, unterzubringen seien. Aus dieser Mitteilung habe ich die bestimmte Überzeugung mitgenommen, dass die Umsiedlung der Juden, wenn auch nicht den Juden zuliebe, so um des Rufes und des Ansehens des deutschen Volkes willen, in humaner Weise vor sich gehen würde. Die Aussiedlung der Juden im Generalgouvernement wurde in der Folgezeit ausschließlich durch die Polizei durchgeführt. Ich darf noch ergänzen,
Heydrich hat besonders verlangt, die ausschließliche und ungestörte Zuständigkeit und Federführung in dieser Angelegenheit für sich, seinen Geschäftsbereich und seine Organe. Welche Konzentrationslager waren Ihnen während Ihrer Tätigkeit als Staatssekretär als im Generalgouvernement liegen bekannt? Ich wurde erstmals durch die Presseveröffentlichungen im Sommer 1944 auf das Konzentrationslager Majdanek aufmerksam. Ich wusste nicht, dass dieses Lager vor Lublin ein Konzentrationslager war. Es war eingerichtet worden als Wirtschaftsbetriebe des Reichsführers SS. Im Jahr 1941 wohl. Damals kam der Gouverneur Zörner zu mir und erzählte mir, dass er bei Globocnik Einspruch eingelegt habe gegen die Errichtung dieses Lagers, weil es die Energieversorgung der Stadt Lublin gefährde und auch in solchen polizeilicher Hinsicht Bedenken begegne. Ich habe dem Generalgouverneur davon Mitteilung gemacht. Und dieser hat Globocnik zu sich kommen lassen. Globocnik hat dem Generalgouverneur erklärt, dass er in diesem Gelände Fertigungswerkstätten für den Frontbedarf der Waffen-SS eingerichtet habe. Er sprach von Pelzfertigungswerkstätten, aber auch von einem Bauhof, der dort sich befände. In diesen Pelzfertigungswerkstätten wurden denn auch, wie ich hörte, die aus der Pelzsammlung stammenden Pelzsachen für den Frontbedarf umgearbeitet. Also Globocnik hat erklärt, dass er diese Betriebe mit auf Befehl und Weisung Himmlers eingerichtet habe. Der Generalgouverneur hat ihm den Weiterbau verboten, bis die baupolizeilichen Angelegenheiten restlos geklärt seien, bis die Baupläne den staatlichen Behörden vorgelegen hätten und bis eben alle sonstigen Erfordernisse, wie sie beim Bauen zu erfüllen sind, erfüllt gewesen wären. Globocnik hat solche Pläne nie vorgelegt. Über das, was im Lager vor sich ging, drang irgendeine konkrete Nachricht nicht nach außen. Und es hat den Generalgouverneur ebenso wie mich überrascht, als in der Weltpresse die Nachrichten über Majdanek erschienen. Die Anklagevertretung hat ein Dokument vorgelegt, 437 PS, USA 610. Es ist das ein Memorandum des Generalgouverneurs an den Führer vom 19.06.43. Ich glaube, dass der Entwurf zu diesem Memorandum von Ihnen selbst stammt.
Hier wird nun auf Seite 35 ein Bericht des Befehlshabers der Sicherheitspolizei erwähnt und zum Teil wörtlich zitiert. Und in diesem Bericht der Sicherheitspolizei wird auch der Name Majdanek erwähnt. Wussten Sie damals, dass dieses Majdanek identisch oder wahrscheinlich identisch war mit dem Lager bei Lublin? Nein. Ich habe angenommen, dass es wie Auschwitz außerhalb des Gebiets des Generalgouvernements irgendein Lager ist. Denn der Generalgouverneur hatte wiederholt, auch der Polizei gegenüber und dem höheren SS- und Polizeiführer gegenüber zum Ausdruck gebracht, dass er Konzentrationslager im Generalgouvernement nicht wünsche. Wem unterstand die Verwaltung der Konzentrationslager im Generalgouvernement? Ich weiß es nicht, weil ich vom Bestehen dieser Lager nichts wusste. Über die Verwaltung der Konzentrationslager im Allgemeinen habe ich im August anlässlich meines Besuches des Auffanglagers Pruschkow gehört. Ich habe damals eine Weisung Himmlers überbracht, dem Lagerkommandanten, wonach die Verfrachtung der Warschauer Bewohner, die aus der Stadt herausgekommen waren, in Konzentrationslager sofort aufhören solle. Das war nach dem Warschauer Aufstand? Das war während des Warschauer Aufstandes. Es wird so am 18., 19. August 1944 herum gewesen sein. Der Lagerkommandant, dessen Namen ich nicht mehr weiß, hat mir damals gesagt, dass er den Befehl nicht kenne und dass ihm lediglich vom Chef der Konzentrationslager Weisungen erteilt werden könnten. Ist Ihnen bekannt, ob der Generalgouverneur selbst jemals einen Polen, einen Ukrainer oder einen Juden in ein KZ hätte einweisen lassen? In meiner Anwesenheit ist sowas nie geschehen. Ist es richtig, dass auf der Burg in Krakau eine größere Anzahl von jüdischen Handwerkern beschäftigt war, die gegen den Willen des Generalgouverneurs und in seiner Abwesenheit von der Sicherheitspolizei weggeschafft wurden? Diese jüdische Arbeiterkolonne kenne ich, weil ich auf der Burg gewohnt habe. Ich weiß auch, dass der Generalgouverneur für die Beibehaltung dieser Kolonne stets gesorgt hat. Und mir hat der Chef der Kanzlei des Generalgouverneurs, der Ministerrat Keit, erzählt, dass diese Judenkolonne während einer Abwesenheit des Generalgouverneurs von der Polizei gewaltsam abgeholt worden sei. Ich komme nun zu der sogenannten AB-Aktion, also zu der außerordentlichen Befriedungsaktion. Was waren die Umstände, die zu dieser Aktion den Anlass gegeben haben? Es mag um die
Mitte des Mai 1940 gewesen sein, als ich eines Morgens vom Regierungsgebäude, wo ich meine Dienstgeschäfte verrichtete, zur Burg zum Generalgouverneur befohlen wurde. Ich glaube mich zu erinnern, dass mit mir noch der Reichsminister Seyss-Inquart gerufen wurde. Dort trafen wir den Generalgouverneur zusammen mit einigen Herren der Polizei an. Der Generalgouverneur erklärte, dass nach Ansicht der Polizei eine außerordentliche Befriedungsaktion erforderlich sei. Die Sicherheitslage war damals nach meiner Erinnerung so, dass noch Reste der polnischen Wehrmacht sich in abgelegenen Waldgebieten umhertrieben, die Bevölkerung beunruhigten und auch wohl junge Polen militärisch ausbildeten. Zu dieser Zeit, Mai 1940, hatte sich das polnische Volk auch von dem Schock, den die plötzliche Niederlage im Jahr 1939 ausgelöst hatte, erholt und begann offensichtlich auch mit wenig Vorsicht und ohne Erfahrung allenthalben eine Widerstandsbewegung aufzubauen. Dieses Bild habe ich in Erinnerung aus Ausführungen, die die Polizei, ich weiß nicht, bei dieser Gelegenheit oder bei einer anderen machte. Ich darf vielleicht hier unterbrechen und nun zitieren aus dem Tagebuch Franks einen Eintrag vom 16. Mai 40. Hier heißt es wörtlich: Die allgemeine Kriegslage zwinge zu ernstester Betrachtung der inneren Sicherheitssituation im Generalgouvernement. Aus einer Fülle von Anzeichen und Handlungen könne man den Schluss ziehen, dass eine groß organisierte Widerstandswelle der Polen im Lande vorhanden sei und man unmittelbar vor dem Ausbruch größerer, gewaltsamer Ereignisse stehe. Tausende von Polen seien bereits im Geheimwirken zusammengefasst, bewaffnet und würden in der aufrührerischen Form veranlasst, Gewalttätigkeiten aller Art zu verüben. Der Herr Generalgouverneur zitierte dann einige Beispiele aus der jüngsten Zeit, so etwa den bürgerkriegsähnlichen Aufstand einiger Dörfer unter Führung des Majors Hubala im Distrikt Radom, die Ermordung volksdeutscher Familien in Josefow, die Ermordung des Bürgermeisters von Krasjenka und so weiter. All überall werden aufrührerische, illegale Flugblätter verteilt, zum Teil sogar angeschlagen. Und es kann daher kein Zweifel bestehen, dass die Sicherheitslage außerordentlich ernst ist. Ende des Zitats.
hat in dieser Weise der Generalgouverneur sich damals so ausgedrückt. Als ich an dieser Sitzung teilnahm, hat der Generalgouverneur längere Zeit über die Lage gesprochen. Einzelheiten über das, was er gesagt hat, sind mir nicht mehr in Erinnerung. Und was ist dann darauf geschehen? Ich hatte nur einen Eindruck. Es war dem Generalgouverneur in den vorausgehenden Monaten mit großer Mühe gelungen, der Polizei eine Standgerichtsordnung und ein Verfahren aufzudrängen, das sie zu beobachten hatten bei Verhaftungen und bei der Behandlung verdächtiger Personen. Es war ferner, von Polizeiseite musste hingenommen werden, dass der Generalgouverneur die Standgerichtsurteile einer Nachprüfung durch eine Gnadenkommission zuwies und Vollstreckungen von Urteilen erst stattfinden konnten nach Bestätigung durch den Generalgouverneur. Die Ausführungen des Generalgouverneurs bei dieser Besprechung Mitte Mai 1940 ließen in mir die Besorgnis aufsteigen, dass die Polizei in diesen Ausführungen eventuell die Möglichkeit oder die Möglichkeit sehen könnte, sich von diesen Auflagen der Standgerichtsordnung und des Gnadenverfahrens zu drücken. Aus diesem Grund habe ich mich, nachdem der Generalgouverneur seine Ausführungen zunächst beendet hatte, bei ihm ums Wort gemeldet. Der Generalgouverneur hat diese Wortmeldung zunächst abgeschnitten und hat erklärt, er wolle noch schnell etwas dem Protokollführer diktieren, was dieser sofort einer Stenotypistin in die Maschine diktieren soll und dann in Reinschrift herbringen soll. Der Generalgouverneur hat darauf eine Ermächtigung oder einen Auftrag oder irgendein ähnliches Schriftstück dem Protokollführer diktiert. Und ich erinnere mich hundertprozentig sicher, dass nach diesem Diktat der Protokollführer und, bestimmt an, der Brigadeführer Streckenbach, der Befehlshaber der Ordnungspolizei, das Sitzungszimmer verlassen haben. Ich schicke dies voraus, weil daraus erklärlich ist, dass das, was sich danach abgespielt hat, nicht mehr im Protokoll befindet. Der Protokollführer war nicht mehr im Zimmer anwesend. Ich habe also meiner Besorgnis Ausdruck verliehen. Es möchten diese Erfordernisse, die im standgerichtlichen Verfahren aufgestellt wurden und im Gnadenverfahren, unter allen Umständen eingehalten werden. Ich nehme hierwegen kein besonderes Verdienst für mich in Anspruch. Denn hätte ich es nicht getan, dann hätte diesen Einwand, bin ich überzeugt, Herr Reichsminister Seyss-Inquart gebracht oder der Generalgouverneur hätte selbst die Gefahr gesehen, die vielleicht seine Ausführungen für dieses Arbeitsgebiet gebracht hatten. Jedenfalls hat der Generalgouverneur auf meinen Einwand hin ohne jede Debatte sofort erklärt, dass selbstverständlich Verhaftungen und Erschießungen nur nach Maßgabe der Standgerichtsordnung
erfolgen könnten und dass die Urteile der Standgerichte durch die Gnadenkommission zu überprüfen seien. In der Folgezeit ist hiernach auch gehandelt worden. Die Gnadenkommission hat, ich nehme bestimmt an, sämtliche Urteile aus dieser Aktion vorgelegt, erhalten und bearbeitet. Aus einer anderen Eintragung im Tagebuch, und zwar vom 12.07.40, muss man den Schluss ziehen, dass zunächst die in Frage kommenden Führer der Widerstandsbewegung nur verhaftet wurden. Ich zitiere wörtlich, und zwar als eine Äußerung des Generalgouverneurs. Über die Frage, was mit den im Rahmen der AB-Aktion erfassten politischen Verbrechern zu geschehen habe, soll demnächst eine Besprechung mit Staatssekretär Dr. Bühler, Obergruppenführer Krüger, Brigadeführer Streckenbach und Ministerialrat Wille stattfinden. Ende des Zitats. Wer war Ministerialrat Wille, frage ich Sie, und welche Aufgaben hatte er in diesem Zusammenhang? Ich darf Folgendes vorausschicken. Ich habe eine Gedächtnislücke, die mich nicht bestimmt sagen lässt, wann der Generalgouverneur dem Brigadeführer Streckenbach mitgeteilt hat, dass er auf alle Fälle das standgerichtliche Verfahren zu beachten hätte und die Gnadenkommission. Dagegen glaube ich mich bestimmt daran zu erinnern, dass zu der Zeit, zu welcher diese Besprechung zwischen Krüger, Streckenbach, Wille und mir stattgefunden hat, nur Verhaftungen vorgenommen worden waren und noch keine Exekution. Ministerialrat Wille war der Leiter der Hauptabteilung Justiz in der Regierung und hatte die federführende Bearbeitung aller Gnadenangelegenheiten. Der Generalgouverneur wollte, dass durch einen rechtskundigen, erfahrenen Mann diese Angelegenheiten bearbeitet wurden. In dieser Besprechung mit Krüger, Streckenbach und Wille war festgelegt worden, dass die bis dorthin Verhafteten dem standgerichtlichen Verfahren zugeführt und die Urteile durch die Gnadenkommission bearbeitet werden sollte. Die Polizei war nicht begeistert davon. Ich erinnere mich, dass Krüger mir unter vier Augen nach der Besprechung sagte, der Generalgouverneur sei ein Hampelmann, mit dem man nicht arbeiten könne. Er werde künftig seine eigenen Wege gehen. Dr. Seidel, the tribunal thinks that this has been gone into in too great detail. Ich bin auch jetzt schon am Ende mit der Frage. Herr Zeuge, in einer Polizeisitzung aus dem Jahr 1940, und zwar am 30. Mai, wurde von dem Angeklagten Dr. Frank unter anderem Folgendes
erwähnt. Und ich zitiere wörtlich. Was wir mit den Krakauer Professoren an Scherereien hatten, war furchtbar. Hätten wir die Sache von hier aus gemacht, wäre sie anders verlaufen. Ende des Zitats. Von wem wurden diese Professoren verhaftet und inwieweit war der Generalgouverneur mit der Angelegenheit befasst? Als der Generalgouverneur am 7. oder 8. November 1939 in Krakau eintraf, um dort seine Tätigkeit aufzunehmen, waren von ohne sein Wissen sämtliche Professoren der Universität Krakau von der Sicherheitspolizei verhaftet und in Konzentrationslager des Reiches abtransportiert worden. Darunter befanden sich auch Bekannte des Generalgouverneurs, mit denen er kurz vorher noch im Rahmen der Akademie für Deutsches Recht wissenschaftliche und gesellschaftliche Beziehungen unterhalten hatte. Der Generalgouverneur hat den Obergruppenführer Krüger hartnäckig und ununterbrochen bearbeitet, bis er erreicht hatte, dass der größte Teil dieser Professoren wieder aus den Konzentrationslagern freigelassen wurde. Diese seine Äußerung, die dem widerspricht, ist nach meiner Ansicht zu dem Zwecke abgegeben, um in der Wunde der Polizei ein Pflästerchen aufzulegen. Denn sie hat diese Professoren nicht gerne herausgegeben. Wie war grundsätzlich die Einstellung des Generalgouverneurs in der Frage der Arbeitererfassung für das Reich? Der Generalgouverneur und die Regierung des Generalgouvernements waren bestrebt, möglichst viele polnische Arbeiter für das Reich zu vermitteln. Es war uns aber klar, dass durch eine gewaltsame Erfassung von Arbeitern zwar augenblickliche Vorteile geschaffen werden konnten, dass aber dadurch eine Werbung von Arbeitskräften auf lange Zeit hin nicht mehr viel Erfolg brachte. Der Generalgouverneur hat mir daher die Weisung gegeben, durch eine umfangreiche und intensive Propaganda Stimmung für den Arbeitseinsatz im Reich zu machen und allen gewaltsamen Methoden der Werbung von Arbeitskräften entgegenzutreten. Auf der anderen Seite hat der Generalgouverneur seine Werbung von Arbeitskräften für das Reich dadurch erfolgreich gestalten wollen, dass er im Reich für eine anständige Behandlung der polnischen Arbeitskräfte eingetreten ist. Es ist jahrelang hierüber mit dem Reichskommissar für den Arbeitseinsatz, den Gauleiter Saugl, verhandelt worden. Es sind auch Verbesserungen erzielt worden. Insbesondere hat sich der Generalgouverneur auch gegen die Kennzeichnung der Juden im Reich, der Polen im Reich gewendet. Ich erinnere mich eines Briefes des Reichskommissars Saugl,
indem dieser dem Generalgouverneur mitteilt, dass er alle Anstrengungen gemacht habe, um eine Gleichbehandlung der polnischen Arbeiter mit den übrigen ausländischen Arbeitern zu erzielen. Dass aber seine Bemühungen dort von Erfolg nicht mehr gekrönt waren, wo der Einfluss des Reichsführers SS diesen Bemühungen entgegenstand. Ich komme nun zu einem anderen Punkt. Die Anklage hat unter der Nummer USA 275 ist gleich 1061 PS den Bericht des Brigadeführers Strob über die Vernichtung des Warschauer Ghettos vorgelegt. Sind Sie vorher, oder ist der Generalgouverneur vorher, über die von der Sicherheitspolizei geplanten Maßnahmen in Kenntnis gesetzt worden? Ich? Bestimmt nicht. Vom Generalgouverneur kann ich sagen, dass mir nichts bekannt ist davon, dass er in diese Maßnahmen, dass er da von irgendwelchen Plänen etwas gehört hat. Was ist Ihnen nachher über die Geschehnisse im Jahr 43 im Warschauer Ghetto bekannt geworden? Ich habe erfahren, was so ziemlich jeder erfahren hat, dass ein Aufstand im Ghetto ausgebrochen sei, der von langer Hand vorbereitet war, dass die Juden das Baumaterial, das ihnen für Luftschutzzwecke in das Ghetto geliefert wurde, zur Einrichtung von Befestigungsanlagen benutzt hätten und dass während des Aufstandes den deutschen Kräften heftiger Widerstand geleistet wurde. Ich komme nun zu dem Warschauer Aufstand im Jahr 1944. Inwieweit war die Verwaltung des Generalgouvernements an dessen Niederschlagung beteiligt? Da unsere Kameraden in Warschau eingeschlossen waren von Aufständischen, haben wir den Generalgouverneur gebeten, er möge beim Führer eine Hilfe für die schnelle Niederschlagung des Warschauer Aufstandes anfordern. Im Übrigen war die Verwaltung bei der fürsorgerischen Betreuung der Bevölkerung und bei den Räumungsarbeiten aus dem Kampfgebiet und aus den Vierteln, die zerstört werden sollten, hilfsweise tätig. Irgendeine Kommandogewalt dort hat die Verwaltung nicht ausgeübt. Auch der Generalgouverneur nicht. Sie haben am 4. November 1945 eine eidesstattliche Versicherung abgegeben. Diese eidesstattliche Versicherung trägt die Nummer 2476 PS. Ich lese Ihnen nun diese eidesstattliche Versicherung, die sehr kurz ist, vor. Und ich bitte mir dann zu sagen, ob der Inhalt richtig ist. Ich zitiere, im Zuge der Niederschlagung des Warschauer Aufstandes vom August 44 wurden etwa 50.000 bis 60.000 Bewohner Warschaus, in Klammern polnische Schätzung, in deutsche Konzentrationslager abtransportiert. Aufgrund einer Demarche des Generalgouverneurs Dr. Frank beim Reichsführer SS Himmler hat dieser weitere Deportationen verboten. Der Generalgouverneur hat versucht, die bis zur Einstellung der Deportationen in Konzentrationslager des Reiches eingelieferten 50.000 bis 60.000 Warschauer wieder freizubekommen.
der Chef des Reichssicherheitshauptamtes Obergruppenführer Kaltenbrunner, hat dieses schriftliche und von mir bei einem persönlichen Besuch in Berlin im September oder Oktober 1944 auch mündlich vertretene Ersuchen mit der Begründung abgelehnt, dass diese Warschauer Bevölkerung in geheimen Rüstungsfertigungen des Reiches eingesetzt seien und dass daher eine generelle Entlassung nicht in Frage kommen könne. Einzelanträge wolle er wohlwollend prüfen. Kaltenbrunner hat Einzelanträgen auf Entlassung aus dem Konzentrationslager in der Folgezeit entsprochen. Kaltenbrunner hat im Gegensatz zu der polnischen Schätzung die Zahl der in Konzentrationslager des Reichs abtransportierten Warschauer als geringfügig bezeichnet. Ich habe meiner zuständigen Dienststelle die Äußerung Kaltenbrunners über die Zahl der Inhaftierten zugänglich gemacht. Und nach erneuter Nachforschung habe ich die oben erwähnte Zahl von 50.000 bis 60.000 bestätigt erhalten. Dies waren die Leute, die nach Deutschland in Konzentrationslager geschafft worden waren. Ende des Zitats. Darf ich noch mal um die zwei letzten Sätze bitten? Bitte? Darf ich noch mal um die zwei letzten Sätze? Ich habe meiner zuständigen Dienststelle die Äußerung Kaltenbrunners über die Zahl der Inhaftierten zugänglich gemacht. Und nach erneuter Nachforschung habe ich die oben erwähnte Zahl von 50.000 bis 60.000 bestätigt erhalten. Dies waren die Leute, die nach Deutschland in Konzentrationslager geschafft worden waren. Ich frage Sie nun, ist der Inhalt dieser eidesstattlichen Versicherung, die vor einem amerikanischen Offizier abgegeben wurde, richtig? Ich kann noch einiges ergänzen. Well, before you supplement it, is it in evidence? Has it yet been put in evidence? Es hat die Nummer 2476 PS. Well, you said before 2467. Which is it? 2476. Well, that doesn't prove it's been put in evidence. Has it been put in evidence? Es wurde im Rahmen der Anklage gegen Dr. Seidel, you know quite well what being put in evidence means. What has it been offered in evidence? Has it got a USA exhibit number? Ein USA exhibit number hat es nicht. No. Well, then you are offering it in evidence, are you? Ich will es nicht förmlich als Beweismaterial vorlegen, aber ich will den Zeugen über den Inhalt dieser eidesstattlichen Versicherung fragen. Well, but it's a document, and if you're putting it to the witness, you must put it in evidence. And you must give it an exhibit number. You can't put documents to the witness and not put them in evidence. Ich lege dann dieses Dokument als Beweisstück Frank Nummer 1 vor. Und ich frage nun Sie, Zeuge, ob der Inhalt dieser eidesstattlichen Versicherung richtig ist.
und ob Sie diese eidesstattliche Versicherung gegebenenfalls noch zu ergänzen haben. Ich möchte Sie kurz ergänzen. Es ist möglich, dass ich zweimal bei Kaltenbrunner war wegen dieser Frage. Nicht nur einmal. Und ich hatte, nachdem Kaltenbrunner auch das zweite Mal eine Entlassung abgelehnt hatte, aufgrund meiner Erfahrungen, die ich im Lager Pruschkow mit dem Lagerkommandanten machte, den Eindruck, als könne, als liege es nicht im Machtbereich Kaltenbrunners, diese Entlassung zu verfügen. Er hat zu mir hierüber nicht gesprochen. Aber aus seinen Äußerungen haben Sie den Eindruck gewonnen, dass er vielleicht selbst auch nicht die Macht hatte, die Leute zu entlassen. Ich hatte bei diesen Besprechungen auch Fragen der Polenpolitik angeschnitten. Und ich hatte aufgrund dieser Besprechungen den Eindruck, als könnte ich Kaltenbrunner für eine vernünftige Polenpolitik gewinnen und als Bundesgenossen bei Himmler gewinnen. Er hat jedenfalls die Gewaltmethoden, die Krüger angewendet hat, im Gespräch mit mir verurteilt. Aus diesen Äußerungen entnahm ich, dass Kaltenbrunner keine Gewaltmethoden gegenüber den Polen angewendet wissen wollte und dass er mir geholfen hätte, wenn er gekonnt hätte. Die sowjetische Anklagevertretung hat ein Beweisstück vorgelegt, das die Nummer trägt USSR 128. Es ist das ein Fernschreiben der Nachrichtenstelle des höheren SS- und Polizeiführers Ost an den Generalgouverneur, und zwar unterzeichnet von Dr. Fischer, dem damaligen Gouverneur von Warschau. Hier heißt es unter Ziffer 2 wie folgt: Obergruppenführer von den Bach hat den neuen Auftrag erhalten, Warschau zu pazifizieren, das heißt Warschau noch während des Krieges dem Erdboden gleichzumachen, soweit nicht militärische Belange des Festungsbaues entgegenstehen. Vor dem Abreißen soll aus Warschau alle Rohstoffe, alle Textilien und alle Möbel geräumt werden. Die Hauptaufgabe fällt der Zivilverwaltung zu. Ich gebe hiervon Kenntnis, da dieser neue Führerbefehl über die Niederlegung Warschaus für die weitere neue Polenpolitik von größter Bedeutung ist. Ende des Zitats. Wie hat nach Ihrer Erinnerung der Generalgouverneur dieses Fernschreiben aufgefasst und aufgenommen? Und inwieweit hat sich durch dieses Fernschreiben in der grundsätzlichen Einstellung etwas geändert? Dieses Fernschreiben betraf Weisungen, die der Obergruppenführer von dem Bach vom Reichsführer SS bekommen hatte. Die Verwaltung des Generalgouvernements hat die Zerstörung Warschaus nicht begrüßt, sondern ich erinnere mich, dass mit dem Generalgouverneur zusammen besprochen wurde, welche Wege noch gegangen werden könnten, um eine Zerstörung Warschaus hintanzuhalten.
Welche praktischen Wege dann eingeschlagen wurden, weiß ich nicht mehr. Es mag sein, dass weitere Schritte wegen der Aussichtslosigkeit solcher Schritte unterblieben sind. Ich komme nun zu einem anderen Gegenstand. Dem Generalgouverneur wird zur Last gelegt. We might adjourn, sir. Herr Präsident, meine Herren Richter, bevor ich das Verhör des Zeugen Dr. Bühler fortsetze, bitte ich davon Kenntnis zu nehmen, dass ich auf die Vernehmung der Zeugin Kraftschick verzichte. Ich verzichte auf die Vernehmung der Zeugin Helene Kraftschick, sodass dieser Zeuge hier der Letzte sein wird. Herr Zeuge, dem Angeklagten Dr. Frank wird von der Anklage zur Last gelegt, nicht alles in seinen Kräften Stehende getan zu haben, um die Ernährung der Bevölkerung des Generalgouvernements sicherzustellen. Was können Sie dazu sagen? Der entscheidende Grund, die tiefste Ursache, aus der heraus die Versorgung der Bevölkerung des Generalgouvernements nicht in der gleichen Weise straff und zufriedenstellend durchgeführt war wie im Reich, ist in der mangelnden Mitwirkung der polnischen Bevölkerung an den deutschen Maßnahmen, die auf eine gerechte und gleichmäßige Verteilung der Lebensmittelkontingente hinzielten, zu erblicken. Diese mangelnde Mitwirkung erfolgte aus patriotischen Gründen, war hervorgerufen durch die Aversion gegen die deutsche Herrschaft und durch eine ständige, wirksame Propaganda von außen her. Ich glaube nicht, dass es ein Land in Europa gab, in dem so viel geplündert, geraubt, gestohlen, dem Schleichhandel zugeführt wurde, in dem so viel vernichtet wurde, so viel Sabotage getrieben wurde, um die Bevölkerung, um die Ernährung zu sabotieren, wie im Generalgouvernement. Nur ein Beispiel: die mit mühsamen Kräften herbeigeschafften Molkereimaschinen. Das mühsamst aufgebaute Netz von Molkereien wurde immer und immer wieder zerstört, sodass eine einigermaßen umfassende Fetterfassung, Milcherfassung nicht stattfinden konnte. Ich schätze, dass das, was am freien Markt und im Schleichhandel an Fett im Generalgouvernement umgesetzt wurde, ein Mehrfaches dessen ist, was amtlich erfasst wurde und verteilt werden konnte. Ein weiterer entscheidender Grund ist darin zu erblicken, dass das Generalgouvernement ja aus einem bisher geschlossenen staatlichen und wirtschaftlichen Gebilde herausgeschnitten worden war, ohne dass auf eine wirtschaftliche Ausbalancierung das hinreichende Gewicht gelegt wurde. Die großen Bedarfszentren des Generalgouvernements, also die Städte Warschau, Krakau, später Lemberg und auch das Industriegebiet im Mittelpolen, war vorher in ganz großem Ausmaße unmittelbar durch das Land, durch den Bauernmarkt versorgt worden. Es fehlte in diesem Gebiet, Generalgouvernement, an Getreidelagern, es fehlte an Kühlhäusern, es fehlte an einem umfassenden Molkereinetz, es fehlte an Vorratsräumen aller Art, um eine
staatlich gelenkte oder staatliche Vorratswirtschaft betreiben zu können. Die Regierung des Generalgouvernements musste diese fehlenden Einrichtungen erst schrittweise aufbauen. Und demgemäß gestaltete sich auch die Versorgung der Bevölkerung. Sie war nicht als Vollversorgung gedacht, sondern wurde etappenweise verbessert. Ich habe stets darauf Bedacht genommen, dass in den Bestimmungen über die Schleichhandelsbekämpfung Freigrenzen für den Erwerb von Lebensmitteln vorgesehen waren und dass der Stadtbevölkerung der Weg zum Produzenten nicht erschwert oder unmöglich gemacht wurde. Im Jahr 1942 sollte die Rationszuteilung wieder gehoben werden. Da kam ein Befehl vom Beauftragten für den Vierjahresplan, diese Anhebung der Rationen zu unterlassen und dem Reich bestimmte Kontingente an Lebensmitteln zuzuführen. Das heißt, diese Lebensmittel wurden großenteils nicht aus dem Gebiet herausgeführt, sondern wurden an Ort und Stelle von der Wehrmacht verbraucht. Der Generalgouverneur hat einen ständigen Kampf mit den Vierjahresplanstellen um eine Anhebung und Verbesserung der Versorgung der polnischen Bevölkerung zu erreichen. Dieser Kampf war auch nicht ohne Erfolg. Es ist vielfach gelungen, die Rationssätze besonders der Rüstungsarbeiter und der sonst privilegierten arbeitenden Bevölkerung erheblich zu verbessern. Zusammenfassend möchte ich sagen, es war für die Bevölkerung des Generalgouvernements nicht leicht, sich den täglichen Lebensunterhalt zu besorgen. Es sind andererseits im Generalgouvernement keine Hungerkatastrophen aufgetreten und keine Hungerepidemien. Durch einen polnischen und ukrainischen Hilfsausschuss, der Delegationen in allen Bezirken des Generalgouvernements sitzen hatte, ist für eine Lebensmittelversorgung der besonders fürsorgebedürftigen Bevölkerung gesorgt worden. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass dieser Ausschuss mit möglichst vielen Lebensmitteln versorgt wurde, um seine Wohltätigkeitsarbeit möglichst erfolgreich verrichten zu können. Und mir ist bekannt, dass dieser Ausschuss sich besonders der Großstadtkinder angenommen hat. Herr Zeuge, welche Maßnahmen hat der Generalgouverneur zur Sicherung der Kunstschätze in dem von ihm verwalteten Gebiet getroffen? Bereits mit einem Erlass vom 16. Dezember 1939 hat der Reichsführer SS in seiner Eigenschaft als Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums ohne Wissen des Generalgouverneurs
sämtliche Kunstschätze des Generalgouvernements zu beschlagnahmen und ins Reich abzutransportieren befohlen. Dem Generalgouverneur ist es gelungen, diesen Transport größtenteils unmöglich zu machen. Im Generalgouvernement ist dann ferner ein Beauftragter des beauftragten Vierjahresplan erschienen, der Staatssekretär Mühlmann, der eine Vollmacht des beauftragten Vierjahresplan zu besitzen erklärt hat. Ich habe mir diese Vollmacht vorlegen lassen. Sie war unterschrieben, nicht von Göring selber, sondern einem Mann aus seiner Umgebung, Gritzbach. Dieser hatte den Auftrag, die Kunstschätze des Generalgouvernements sicherzustellen. Von Reichs wegen. Um diesen mit einer Reichsvollmacht ausgestatteten Beauftragten an das Generalgouvernement zu binden, hat der Generalgouverneur ihn kumulativ mit der Erfassung der Kundschätze des Generalgouvernements beauftragt. Er hat diese Kunstschätze erfasst, hat hierüber auch Kataloge drucken lassen. Und ich weiß aus den Besprechungen, die beim Generalgouverneur geführt wurden, dass der Generalgouverneur stets das größte Gewicht darauf legte, dass die Kunstschätze im Raume des Generalgouvernements verblieben. Die Anklagevertretung hat unter der Nummer USA 378. Es handelt sich um das Dokument 1709 PS. Einen Bericht über die Überprüfung der Gesamttätigkeit des Sonderbeauftragten für die Erfassung und Sicherung der Kunst- und Kulturschätze im Generalgouvernement vorgelegt. Auf Seite 6 dieses Berichtes heißt es wörtlich, wie ich zitiere, Prüfungsveranlassung, Auftrag des Staatssekretärs der Regierung des Generalgouvernements vom 30. Juni 1942 auf Überprüfung der gesamten Tätigkeit des gemäß Verordnung des Herrn Generalgouverneurs vom 16. Dezember 1939 eingesetzten Sonderbeauftragten für die Erfassung und Sicherung der Kunst- und Kulturschätze im Generalgouvernement. Ende des Zitats. Ich frage Sie, was hat Sie veranlasst, im Jahr 1942 diesen Prüfungsauftrag zu erteilen? Und hat der Bericht zu wesentlichen Beanstandungen Anlass gegeben? Die Veranlassung zu diesem Prüfungsauftrag hat mir die mögliche Pflichtenkollision zwischen dem Auftrag des Reiches und dem Auftrag, den der Generalgouverneur erteilt hatte, bei Staatssekretär Mühlmann gegeben. Auch war mal an mein Ohr die Kunde gedrungen, dass einige Museumsgegenstände schlampig aufbewahrt worden seien. Das Ergebnis der Prüfung war, dass dem Staatssekretär Mühlmann
keinerlei Vorwürfe zu machen waren. Die Anklagevertretung hat ein weiteres Dokument vorgelegt. Und zwar 3042 PS. USA-Beweisstück 375. Es handelt sich hier um eine eiterstaatliche Versicherung des Dr. Mühlmann. Und ich zitiere nun wörtlich. Ich war der Sonderbeauftragte des Generalgouverneurs von Polen, Hans Frank, für die Sicherung der Kunstschätze im Generalgouvernement. Oktober 1939 bis September 1943. Den Auftrag hatte mir Göring in seiner Funktion als Vorsitzender des Reichsverteidigungsausschusses erteilt. Ich bestätige, dass es die offizielle Politik des Generalgouverneurs Hans Frank war, alle wichtigen Kunstwerke, die polnischen öffentlichen Einrichtungen, privaten Sammlungen und der Kirche gehörten, in Verwahrung zu nehmen. Ich bestätige, dass die erwähnten Kunstwerke tatsächlich konfisziert wurden. Und ich bin mir darüber klar, dass sie im Falle eines deutschen Sieges nicht in Polen geblieben wären, sondern zur Vervollständigung des deutschen Kunstbesitzes verwendet worden wären. Ende des Zitats. Ich frage Sie nun, ist es richtig, dass der Generalgouverneur von Anfang an alle sichergestellten Kunstschätze als Eigentum des Staates Generalgouvernement betrachtet hat? Soweit sie im staatlichen Eigentum standen, ja. Soweit sie im Privatbesitz waren, wurden sie vorläufig beschlagnahmt und sichergestellt. Aber niemals hat der Generalgouverneur daran gedacht, diese Kunstschätze ins Reich zu bringen. Hätte er das gewollt, dann hätte er gerade die Kriegssituation dazu benutzen können, diese Kunstschätze hinüberzuschaffen. Woher der Zeuge dies Wissen hat, dass er im letzten Satz seiner eidesstattlichen Versicherung bekundet, ist mir unbekannt. Die Anklagevertretung hat ein Dokument L37 vorgelegt, und zwar unter der Nummer USA 506. Es ist dies ein Schreiben des Kommandeurs der Sicherheitspolizei und des SD für den Distrikt Radom an die Außenstelle in Tomaschow vom 19. Juli 1944. Hier heißt es unter anderem wörtlich, der höhere SS- und Polizeiführer Ost hat am 28.06.44 folgenden Befehl erlassen. Die nächsten Sätze lasse ich aus und zitiere wörtlich weiter. Reichsführer SS hat mit Zustimmung des Generalgouverneurs angeordnet, dass in allen Fällen, in denen Attentate oder Attentatsversuche auf Deutsche erfolgt sind oder Saboteure lebenswichtige Einrichtungen zerstörten, nicht nur die gefassten Täter erschossen werden, sondern dass darüber hinaus die sämtlichen Männer der Sippe gleichfalls zu exekutieren und die dazugehörigen weiblichen Angehörigen über 16 Jahre in das KZ einzuweisen sind. Ende des Zitats. Ist Ihnen bekannt, ob der Generalgouverneur in dieser Frage jemals mit dem Reichsführer SS gesprochen hat und ob er eine derartige Zustimmung gegeben hat?
Mir ist über das Zustandekommen eines solchen Befehles nichts bekannt. Es ist in der zweiten Hälfte des Jahres 1944 einmal ein Befehl über Sippenhaftung bei mir durchgegangen. Ich kann aber nicht sagen, betraf er das Reich oder betraf er das Generalgouvernement. Ein Polizeibefehl, möchte ich sagen. Hätte er aber die Formulierung enthalten, mit Zustimmung, wie heißt sie, mit Zustimmung, mit Zustimmung des Generalgouverneurs, hat der Reichsführer SS. Jawohl. Hätte er ein solcher Befehl, diese Formulierung enthalten, dann hätte ich den Generalgouverneur deswegen zur Rede gestellt. Würde die Erteilung einer derartigen Zustimmung der grundsätzlichen Einstellung entsprechen, die Sie beim Generalgouverneur in dieser Frage kennengelernt haben? Die grundsätzliche Einstellung des Generalgouverneurs war gegenteilig. Sie war gegen jede Erschießung ohne Verfahren und ohne Rechtsgrund. Ist es richtig, dass der Generalgouverneur bereits vom Jahr 40 an laufend Beschwerden beim Führer über die Maßnahmen der Polizei und des Sicherheitsdienstes erhoben hat? Ja, ich selber habe mindestens ein halbes Dutzend Denkschriften von der Größe etwa der vorliegenden, entweder mit der Adresse an den Führer unmittelbar oder an den Führer über den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei verfertigt, in welchem laufend Beschwerden über Erschießungen, über Übergriffe bei der Werbung von Arbeitern, über die Hereinführung gebietsfremder Bevölkerung ohne Erlaubnis des Generalgouverneurs, über die Nahrungsmittellage, über die Vorkommnisse allgemein, welche mit den Grundlagen einer geordneten Verwaltung im Widerspruch standen, enthalten waren. Die Anklage hat eine dieser Denkschriften unter der Nummer USA 610 vorgelegt. Es ist das ein Memorandum an den Führer vom 19.06.43. Unterscheidet sich dieses Memorandum wesentlich von vorhergehenden oder späteren? Und welche Stellung hat grundsätzlich der Führer auf diese Beschwerden und auf diese Vorschläge eingenommen? Das vorliegende Memorandum ist in der Art etwas anders als die früheren. In den früheren Memoranden war direkt Anklage wegen dieser Vorkommnisse, wegen der Übergriffe der Polizei ausgedrückt und erhoben. Nachdem diese Memoranden ohne Erfolg waren, habe ich im Auftrag des Generalgouverneurs die dort in dem Memorandum vom 19. Juni enthaltenen Beschwerden in die Form eines politischen Vorschlages gekleidet, die dort aufgezählten Gravamina waren nicht durch die Regierung des Generalgouvernements verschuldet, sondern sie waren als Beschwerden über Eingriffe fremder Stellen zu bewerten. Im Tagebuch findet sich am 26. Oktober 1943 ein großer Rechenschaftsbericht über 4 Jahre deutsche Aufbauarbeit im Generalgouvernement, der von Ihnen selbst erstattet wurde. Aufgrund welcher Unterlagen wurde dieser Bericht zusammengestellt?
Ich habe diesen Bericht zusammengestellt aufgrund der Unterlagen, die mir die 13 Hauptabteilungen der Regierung geliefert haben. Nun eine grundsätzliche Frage. Wie war grundsätzlich die Einstellung des Generalgouverneurs gegenüber dem polnischen und ukrainischen Volk? So wie Sie sie während Ihrer fünfjährigen Tätigkeit als Chef der Regierung kennengelernt haben. Das oberste Prinzip war, in diesem Raume Ruhe zu halten. Und die Nutzungen aus diesem Raume durch Stärkung der Substanz möglichst zu steigern. Dies in wirtschaftlicher Hinsicht. Um dies zu erreichen, war nötig eine anständige Behandlung der Bevölkerung, die Unterlassung der Beeinträchtigung von Freiheit und Eigentum. Das waren die Grundlinien der Politik, nach der ich im Auftrage des Generalgouverneurs als Leiter, als Staatssekretär der Regierung stets gehandelt habe. Ist es richtig, dass der Generalgouverneur sich auch bemüht hat, im Rahmen der besonderen durch den Krieg bedingten Verhältnisse der Bevölkerung ein Mindestmaß an kultureller Fortentwicklung zu gewährleisten? Es war dies der Wunsch des Generalgouverneurs. Er ist aber bei der Verwirklichung dieses Wunsches sehr häufig auf Widerstand gestoßen, der von der Sicherheitspolizei ausging, vom Propagandaministerium des Reiches oder der auch in den Verhältnissen selber gelegen hat. Aber der Generalgouverneur wollte die polnische und ukrainische Bevölkerung nicht von der kulturellen Betätigung grundsätzlich ausschließen. Ist es richtig, dass er sich insbesondere auch darum bemüht hat, das höhere Schulwesen wieder in Gang zu bringen und dass daher unter Umgehung der Richtlinien des Reiches sogenannte Fachschulkurse an Hochschulen eingerichtet wurden? An Fachschulen wurde allerdings von polnischen Hochschulprofessoren in Warschau und in Lemberg Disziplinen gelehrt, wie sie etwa einer Universitätsausbildung entsprochen haben. Grundsätzlich wollte der Generalgouverneur auch Gymnasien eröffnen, auch Priesterseminare eröffnen. Es ist aber stets wieder an dem Einspruch der Sicherheitspolizei gescheitert. Nachdem keine Einigung zu erreichen war, habe ich im Auftrage des Generalgouverneurs im Oktober 1944 eigenmächtig die Eröffnung von Gymnasien und auch von Priesterseminaren meines Wissens in Aussicht gestellt, neben einer Gewährung einer gewissen beratenden Autonomie für die Polen. Zwei Tage nach der Veröffentlichung dieser Sache wurde mir allerdings als Führermeinung eröffnet, dass ich zur Ankündigung solcher Maßnahmen nicht berechtigt war. Im Tagebuch Dr. Franks wird häufig vom Grundsatz der Einheit der Verwaltung und davon gesprochen, dass der Generalgouverneur der Vertreter des Führers in diesem Raum und der Repräsentant der Reichsgewalt sei.
Stimmt diese Auffassung mit den Tatsachen überein? Und welche anderen Dienststellen des Reiches und der Partei haben sich in die Verwaltung des Generalgouvernements eingeschaltet? Die Vollmacht des Generalgouverneurs war bereits von Anfang an in vielen wichtigen Beziehungen durchlöchert. So war bereits vor Errichtung des Generalgouvernements dem Reichsführer SS die Vollmacht eingeräumt worden, in allen besetzten Gebieten für die Festigung deutschen Volkstums besorgt zu sein. Der Beauftragte für den Vierjahresplan war gleichfalls gleichberechtigt und anordnungsberechtigt im Generalgouvernement. Aber auch noch viele andere Stellen der Rüstung, der Post, der Eisenbahn, des Bauwesens und noch andere Ressorts versuchten und haben mit Erfolg versucht, Teile der Verwaltung des Generalgouvernements an sich zu reißen oder Einfluss darauf zu gewinnen. Nachdem der Generalgouverneur seine Ämter als Reichsleiter im Jahre 1942 verloren hatte, war ein besonderer Andrang nach dieser Richtung hin festzustellen. Es war, ich möchte sagen, beinahe eine sportliche Begeisterung dafür, dem König von Polen Zacken aus seiner Krone herauszubrechen. Von wem wurden die Polizeibeamten im Generalgouvernement ernannt, abgesetzt, bezahlt und in sonstiger beamtenrechtlicher Hinsicht betreut? Ausschließlich durch die Verwaltungsdienststellen Himmlers in Berlin. Ist es richtig, dass sogar Beamte der Verwaltung des Generalgouvernements von Krüger verhaftet wurden und dass es nicht einmal dem Generalgouverneur möglich war, die Freilassung dieser Beamten zu erreichen? Ich erinnere an den Fall Cebessi. Ja, also das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen. Auch aus meiner Umgebung wurden die Leute wegverhaftet, ohne dass ich verständigt wurde. Ich habe in einem solchen Fall, habe ich dem Befehlshaber der Sicherheitspolizei eine Frist gestellt zur Freilassung eines solchen Beamten. Der Beamte wurde nicht freigelassen. Daraufhin habe ich die Abberufung des Befehlshabers der Sicherheitspolizei verlangt. Daraufhin wurde dem Befehlshaber der Sicherheitspolizei das besondere Vertrauen Himmlers ausgesprochen und die Abberufung abgelehnt. Herr Zeuge, wie lange hatte das Generalgouvernement überhaupt die Möglichkeit, unter friedensähnlichen Bedingungen zu arbeiten? Ich möchte beinahe sagen, überhaupt nie. Das erste Jahr wurde beansprucht, um die Kriegsschäden in Ordnung zu bringen. Es waren ja zerstörte Dörfer, zerstörte Städte da, zerstörte Verkehrseinrichtungen. Brücken waren in unzähliger Zahl gesprengt gewesen. Nachdem diese Zerstörungen, soweit es im kriegsbedingten Rahmen möglich war, wieder gut gemacht waren, war das Generalgouvernement bereits wieder das Aufmarschgebiet für den Krieg gegen den Osten, gegen die Russen,
und dann Durchzugsgebiet zur Front und rückwärtiges Frontgebiet. Es war die große Reparaturwerkstätte für die Front. Eine nächste Frage. Während des Krieges wurde von Himmler der Reichsregierung der Entwurf eines Gesetzes über die Behandlung gemeinschaftsfremder Elemente vorgelegt. Welche Stellung hat damals Dr. Frank zu diesem Entwurf eingenommen? Meiner Erinnerung nach, Dr. Seidel, Spiegel thinks that the matters which the witness is going into are really matters of common knowledge. Everyone knows that Poland. And therefore, they think that you might take the witness over this ground a little bit faster than you are. Jawohl. Er hat auch die Antwort schon gegeben. Herr Zeuge, während des Krieges wurde von Himmler der Reichsregierung... Yes, but I'm speaking for the future, Dr. Seidel. Jawohl. Während des Krieges wurde von Himmler der Reichsregierung der Entwurf eines Gesetzes über die Behandlung gemeinschaftsfremder Elemente vorgelegt. Jawohl. Welche Stellung hat der Generalgouverneur dazu eingenommen? Der Generalgouverneur hat Widerspruch dagegen erhoben. Und bei der Besprechung mit Heydrich im Februar 1942 hat Heydrich mir als besonders Anliegen an den Generalgouverneur aufgegeben, er möge doch diesen Widerspruch gegen dieses Gesetz zurückziehen. Der Generalgouverneur hat es abgelehnt, diesem Ersuchen zu entsprechen. Die Anklagevertretung hat eine Wandtafel vorgelegt, in welcher Dr. Frank als weisungsberechtigt gegenüber dem Reichsjustizminister Dr. Thierack erschienen ist. Hat tatsächlich jemals ein derartiges Überordnungsverhältnis bestanden? Das muss ein Irrtum sein, ein solches Verhältnis hat nie bestanden. Wie war nach Ihren Beobachtungen das Verhältnis zwischen dem Generalgouverneur und dem Reichsführer SS Himmler? Der Generalgouverneur und der Reichsführer SS Himmler waren als Menschen so verschieden. Dr. Seidel, I thought we'd been hearing what the relations were all the morning between the Governor General and the Reich. Ich verzichte dann auf die Frage. Herr Zeuge, die sowjetische Anklagevertretung hat unter der Nummer USSR 93 eine Anlage zu dem Bericht der polnischen Regierung vorgelegt. Die Anlage lautet, das kulturelle Leben in Polen. Ich habe Ihnen bereits diese Anlage einmal gezeigt. Und ich bitte mir zu sagen, ob tatsächlich jemals vom Generalgouverneur oder seiner Regierung derartige Weisungen ergangen sind. Ich erinnere mich nicht, derartige Weisungen je unterzeichnet zu haben. Auch nicht unterzeichnet vom Generalgouverneur gesehen zu haben. Dieses mir vorgelegte Dokument macht mir den Eindruck, als sei es eine Mystifikation oder eine Fälschung. Es ist dem Inhalt nach schon als solche eigentlich fest erkennbar. Im Tagebuch findet sich eine größere Anzahl von Einträgen, die in Bezug auf die Politik des Generalgouverneurs im Widerspruch zu stehen scheinen mit dem, was Sie vorhin als Zeuge hier selbst angegeben haben. Wie erklären Sie diesen Widerspruch? Diese Äußerungen des Generalgouverneurs, die mir auch bei früheren Vernehmungen vorgehalten wurden, die scheinen nicht nur im Widerspruch zu stehen, sondern sie sind im eklatanten Widerspruch zu dem, was ich hier als Zeuge aussagen musste. Ich habe, da ich häufig auch Zeuge solcher Äußerungen war, mir den Kopf darüber zerbrochen, wie es zu diesen Äußerungen kam. Und muss Sie zu Folgendes sagen, Herr Frank hat vielleicht mehr als es nötig war, an den Besprechungen und an den Arbeiten der Regierungsinstanzen teilgenommen. Es hat kaum eine Konferenz stattgefunden, an welchem Herr Frank nicht teilgenommen hat.
So kam es, dass er im Tag sehr häufig sprechen musste. Und er hat, ich möchte sagen, in 99% aller Fälle aus dem Stegreif gesprochen, aus seinem Temperament heraus. Und ich war häufig Zeuge, wie er derartige groteske Äußerungen in einem der nächsten Sätze oder bei nächster Gelegenheit wieder eingefangen hat, wieder zu glätten versucht hat, wie er Vollmachten, die überraschenderweise von ihm gegeben wurde, wieder zurückgenommen hat. Und ich bin überzeugt, dass wenn ich das ganze Tagebuch durcharbeiten könnte, ich für jede dieser Äußerungen ein Dutzend anderer entgegengesetzter Äußerungen nachweisen könnte. Das Tagebuch, Franks, umfasst etwa... Darf ich noch Folgendes sagen? Wenn der Generalgouverneur mit seinen Verwaltungsleuten zusammensaß, hat er nie solche Äußerungen gemacht. Ich erinnere mich wenigstens nicht. Diese Äußerungen wurden immer dann gemacht, wenn der höhere SS- und Polizeiführer neben ihm gesessen hat. Sodass ich den Eindruck gewonnen habe, dass er in solchen Augenblicken nicht frei war. Das Tagebuch des angeklagten Dr. Frank umfasst etwa 10.000 bis 12.000 Schreibmaschinenseiten. Wer hat dieses Tagebuch geführt? Er selbst oder dritte Personen? Dieses Tagebuch wurde nach meinen Beobachtungen von Stenografen geführt. Zuerst wurde es von einem Stenograf Dr. Meidinger geführt, später dann von zwei Stenografen, Knauk und Mohr. Das wurde in der Weise geführt, dass diese Stenografen bei den Verhandlungen im Zimmer anwesend waren und mitschrieben. Ist es richtig, dass zum Teil diese Tagebuchführer sich auch von dritten Personen berichten ließen, was bei einer Konferenz gesprochen wurde? Ich habe öfter beobachtet, dass diese Protokollführer sich nicht die Mühe gegeben haben, wörtlich alles festzuhalten, sondern nur sinngemäße Zusammenfassungen ins Protokoll aufgenommen haben. Ich habe auch manchmal erlebt, dass ich darüber gefragt wurde, was der oder jener oder der Generalgouverneur in der und der Angelegenheit gemeint oder gesagt hat. Hat der Generalgouverneur die Eintragungen im Tagebuch nachgelesen und diese Einträge unterschrieben? Aus meiner Kenntnis der Person des Generalgouverneurs glaube ich nicht, dass er nachgelesen hat. How can this witness tell whether he read the notes later? Herr Präsident, der Zeuge Dr. Bühler ist der engste Mitarbeiter des Generalgouverneurs gewesen. If you wanted to put that sort of question, you should have asked the defendant Frank. Eine weitere Frage, Herr Zeuge. Was hat nach Ihren Beobachtungen den Generalgouverneur veranlasst, dieses Tagebuch nicht zu vernichten, sondern es bei seiner Verhaftung mit zu übergeben? Ich war das letzte Mal am 15. März 1945 beim Generalgouverneur. That again is a matter which rests in the mind of Dr. Frank, not of this witness, why he didn't destroy it. Er hat die Frage bereits beantwortet und ich verzichte nun auf die Frage an diesen Zeugen. Nun noch eine letzte Frage. Im Jahr 1942 wurden im Anschluss an die Reden des Dr. Frank, wurde er seiner sämtlichen Parteistellungen enthoben. Welche Auswirkungen hatte das für seine Stellung als Generalgouverneur? Ich habe bereits darauf Bezug genommen, es hat seine Autorität sehr geschwächt. Und das Verwalten im Generalgouvernement ist dadurch noch viel schwerer geworden.
Ist es richtig, dass der Generalgouverneur wiederholt, und zwar sowohl schriftlich als auch mündlich, den Rücktritt erklärt hat? Das schriftliche Rücktrittsersuchen habe ich mehrmals ausgearbeitet. Ich weiß auch, dass er mündlich des Öfteren seinen Rücktritt erbeten hat, aber nie bewilligt erhalten hat. Ich habe keine Frage mehr an den Zeugen. Any other defendants, counsel, wish to ask any questions? Rechtsanwalt Servatius für Saukill. Herr Zeuge, ist es richtig, dass der weitaus größte Teil der polnischen Arbeiter, die nach Deutschland kamen, bereits vor April 1942, also vor dem Dienstantritt Saukels, ins Reich gekommen waren? Genaues kann ich hierüber nicht sagen, aber ich weiß, dass die Werbung von Arbeitskräften schwächer und schwächere Ergebnisse hatte. Dass die Hauptkontingente in der ersten Zeit, in den ersten Jahren wohl geliefert worden sein dürften. Sind die Quoten an Arbeitskräften, die von dem Generalgouverneur verlangt wurden, von Saukel herabgesetzt worden, eben mit Rücksicht darauf, dass schon viele Polen im Reich arbeiteten? Mir ist ein solcher Fall bekannt. Davon hat mir der Beauftragte Saukels gesprochen, der Präsident Struve. Trifft es zu, dass aus dem polnischen Raum von Himmler für eigene Zwecke Arbeiter erfasst wurden, und zwar ohne Wissen Saukels und ohne dass die Bestimmungen eingehalten wurden, die Saukel erlassen hatte? Ich nehme an, dass dies erfolgt ist. Wenn mir über Arbeiterrazzien berichtet wurde, habe ich versucht, dies aufzuklären. Dann hat allerdings die Polizei stets gesagt, das ist die Arbeitsverwaltung. Die Arbeitsverwaltung hat gesagt, das ist die Polizei. Mir ist aber bekannt, dass Himmler einmal bei einem Besuch Warschaus sich sehr über die müßigen Eckensteher alteriert hat. Und ich halte es für durchaus möglich, dass diese Arbeiterrazzien in Warschau ohne Zuziehung der Arbeitsverwaltung eigenmächtig durch die Polizei durchgeführt wurden. Sind Ihnen die Richtlinien Saukels bekannt über die Durchführung der Arbeitererfassung? Ich habe sie im Einzelnen nicht gesehen. Ich habe sie nicht gegenwärtig. Ich weiß nur, dass Saukel bei einem Besuch in Krakau erklärt hat, dass er keine Gewaltanwendung befohlen habe. War das eine Ansprache? Nein, das war eine Besprechung. Erinnern Sie sich einer Ansprache, die Saukel in Krakau gehalten hat, vor den Dienststellen? Er hat als Parteiredner gesprochen. Hat er dort Ausführungen über die Behandlung der Arbeiter gemacht? Diese Ausführungen wurden gemacht in einer Besprechung, die dem Besuch beim Generalgouverneur vorausging. Und in welcher Richtung sprach er sich aus? Ja eben, ich hatte und meine Leute hatten wohl ihm und seinen Leuten vorgehalten, dass Übergriffe vorgekommen seien. Und er hat darauf geantwortet, dass von ihm aus keine Gewaltanwendung befohlen sei. Und hat bestritten, dass die Vorkommnisse, also die Verhaftung von Leuten aus Kinos heraus oder sonstigen Versammlungsstätten, dass die von ihm befohlen oder angeregt worden sei. Kennen Sie die Struktur der Arbeiterverwaltung? Dr. Servatius, this yellow lamp is going nearly all the time. And it's because you don't give sufficient pause between the answer and the question. Kennen Sie die Struktur der Arbeiterverwaltung?
dem Generalgouvernement. Die Hauptabteilung Arbeit war ein Teil meines Geschäftsbereichs. Hatte Sorkel dann einen unmittelbaren Einfluss auf die Durchführung der Erfassung? Er hatte nicht nur einen Einfluss, sondern er hat einen Beauftragten geschickt, der mir meinen Weisungen nicht unterstand. Konnte der Beauftragte dann unmittelbar die Arbeitererfassung durchführen? Wenn er wollte, ja. In welcher Weise? Konnte er Weisungen geben oder unmittelbar befehlen? Die von Reichskommissar Saugl eingesetzten Werbekolonnen unterstanden nicht meiner Befehlsgewalt. Ich habe mehrmals versucht, die Personalien dieser Leute in meine Hände zu bekommen. Dieser Versuch wurde immer mit dem Argument abgelehnt, dass diese Werbekolonnen in allen besetzten Gebieten eingesetzt werden müssten und dass sie nicht an ein einzelnes Gebiet gebunden werden könnten. Also der Beauftragte Sauglis im Generalgouvernement, der in Personalunion der Leiter der Hauptabteilung Arbeit war, Präsident Struve, war eines Teils von den Weisungen Saugls abhängig und brauchte sich um mich nicht zu kümmern. Auf der anderen Seite war er aber auch mir verantwortlich. Soweit er als Präsident der Hauptabteilung Arbeit handelte. Wenn Zwangsrekrutierungen erforderlich waren, mit welchen Organen wurde dies durchgeführt? Konnten das die Werbekolonnen? Ich weiß das nicht. Der Beauftragte hat Zwangsrekrutierungen stets in Abrede gestellt. Ich habe keine Fragen mehr. Other defendants counsel wish to ask questions?